Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Gerda. Heute geht es um Gesellschaftsspiele. Ja, Gesellschaftsspiele? Klar, jeder kennt sie. Klassiker, Würfelspiele etc. etc. Und sie machen uns Spaß in der Familie, zusammen und mit Freunden. Und sie haben noch einen Nebeneffekt, einen positiven. Sie halten uns fit. Ja, können uns Gesellschaftsspiele fit halten? Ja, doch. Nein, doch. Also Studien haben es belegt. Wir müssen unseren, sagen wir mal, Geist anstrengen, unsere Koordination und Kreativität. Ja, also das ganze Zusammenspiel, je nachdem, was wir jetzt für ein Gesellschaftsspiel spielen. Es gibt Kartenspiele, Brettspiele, ja, viele, viele verschiedene, die wir mögen. Und für jeden ist bestimmt etwas dabei. Natürlich, es sollte uns Spaß machen. Und das fördert natürlich alles. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Spiel habe, wo ich dann denke, ja, das ist mir ein bisschen zu kompliziert, da muss ich mich viel reindenken und dann verliere ich vielleicht die Lust daran. Und also da muss man dann schon so ein bisschen Gefühl entwickeln oder sagen, ach nee, vielleicht nehme ich dann doch ein anderes Spiel. Zum Beispiel ist Poker. Ein Kartenspiel ganz schön anstrengend. Pokern ist ein äußerst strategisches Spiel. Ja, erfordert viel Aufmerksamkeit und ja, ihr könnt es ja mal probieren. Es gibt ja noch andere Kartenspiele, Rummy oder Elfer raus oder naja, man hat auch, kennt ihr Mau Mau gespielt? Ja, also wir probieren jetzt mal was aus. Welches Spiel ist jetzt das Richtige? Was möchte ich machen? Was sind so meine Interessen? Was ist so meine Neigung? Wo fühle ich mich wohl im Spiel? Ein Geschicklichkeitsspiel? Mikado? Es gibt die Stäbchen auch etwas größer. Wenn einer ein bisschen motorisch ein bisschen Problemchen hat. Jo. Dann hätten wir als nächstes das Memory. Das Memory ist so ein bisschen für Langzeitgedächtnis. Man muss sich viel merken, wo liegen die Karten, welche Pärchen passen zusammen. Ja, schon Kleinstkinder spielen Memory, indem sie dann auch zwei Elemente so zusammenpacken und so. Mhm. Also, gutes Training für Langzeit. Ja, dann haben wir natürlich die vielen, vielen Kartenspiele, die es gibt. Die Kartenspiele sind etwas für das Kurzzeitgedächtnis und muss vielleicht auch ein bisschen strategisch vorgehen, ein bisschen rechnen, bei Rummy oder so. Ja, dann haben wir Würfelspiele. Da muss ich jetzt vielleicht nicht so viel überlegen, also die Würfel fallen und jeder kennt ja Kniffel. Okay, macht Spaß. Dann haben wir noch unseren Klassiker, das Mensch ärgere dich nicht Spiel, ein Brettspiel, gibt es auch in großen Figuren. Finde ich sehr, sehr schön. Okay. Ja. Welches Spiel ist das Richtige? In der Runde wird das bestimmt entschieden werden. Der eine mag dies und der andere mag das. Aber wir passen uns ja ein bisschen an. Wenn ich jetzt eine Person habe, die lieber das möchte, dann kann man auch mal gerne für die dieses Spiel, dieses eine Spiel, was er gerne macht, spielen.
Also ich spiele gerne Malefiz oder auch so Ratespiele. Gibt es noch weitere Vorteile? Ich würde meinen, ganz bestimmt. Also wenn ich alleine lebe beispielsweise und ich komme jetzt nicht so, sag ich mal, unter die Leute und hänge zu Hause auf meiner Couch ab, das ist ja nicht so ganz das, was wir eigentlich wollen, ne? Es gibt vielleicht Treffen bei euch im Ort oder es wird irgendwas organisiert, wo man sich trifft und gemeinsam Spiele spielt. Ja, das hat natürlich den Vorteil, man ist in der Gesellschaft integriert und man redet auch nebenher ein bisschen was anderes als nur spielen und es ist eine Geselligkeit da und im Spiel werden wir aktiv. Ja, und wenn wir gewinnen, hallo, wenn wir ein Spiel gewinnen, das ist doch etwas Positives. Ja, das ist Freude. Wenn ich beispielsweise ein Spiel habe, ja, zum Beispiel ein Brettspiel, dann gibt es einen Hinweis, das Spiel ist von bis, sage ich mal, 5 Jahre bis 99 Jahre geeignet. Ach ja, kann ich das mit 100 dann auch noch spielen? Also, ich weiß nicht. Ich finde diese Angaben ja nur so in etwa, ne? Also, das ist sehr individuell. Ich kann auch ein Spiel spielen, wo ich sage, ja, zum Beispiel mit meinem Enkel. 6 Jahre alt oder 5 Jahre alt. Ja, der macht das ganz locker und ich muss dann sehen, dass ich mitkomme. Geht auch so. Also Altersangabe, naja, schaut mal selber. So, jetzt habe ich euch eine Menge von Möglichkeiten der Spiele aufgezeigt und ihr entscheidet jetzt, was möchte ich spielen? Ja, ihr könnt mir gerne mal berichten, welches ist denn euer Lieblingsspiel vielleicht? Ich sage für heute mal Tschüss, hier auf dem Kanal von RehaShop TV. Bis bald!